Faktastisch. Dieses Mal 20 spannende Fakten zum Europapokal der Landesmeister, heute besser bekannt als Champions League. Werfen wir einen schnellen Blick in die Geschichtsbücher. Der Europapokal der Landesmeister entstand aufgrund einer Initiative des Sportjournalisten Gabriel Hanot von der Sportzeitung L'Équipe. Laut den Ruhrnachrichten liegt der Champions League-Umsatz bei rund 1,4 Milliarden Euro. Nahezu ein Viertel davon soll in den Kassen der UEFA verbleiben. Sportökonom Professor Dr. Markus Kuhlscheid von der Uni Bayreuth geht sogar so weit, dass er sagt, Champions League ist kein Sport, sondern Kommerz. Bei der ersten Austragung des Europapokals der Landesmeister 1955 durfte der FC Chelsea erst gar nicht teilnehmen. Der englische Fußballverband befürchtete zu hohe Konkurrenz beim Kampf um die Zuschauergunst zwischen Landesliga und Europapokal. Das Team aus London sollte sich daher auf die Premier League konzentrieren. 1955 startete sogar der erste FC Saarbrücken in dem Wettbewerb für das damalig unabhängige Saarland. Im Hinspiel besiegten die Jungs sogar den AC Mailand mit 4:3. Das beste Fußballspiel aller Zeiten, jedenfalls laut Umfragen englischer Sportfachmagazine, das 7:3-Finale aus dem Jahr 1960, Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt. Die BBC wiederholt sogar dieses Fußballspiel jedes Jahr zur Weihnachtszeit im Fernsehen. Und auch Sir Alex Ferguson, der war damals mit 18 live im Stadion, war so sehr von dem Spiel überzeugt, dass er danach unbedingt eine Fußballkarriere einschlagen wollte. Die Spieler von Eintracht Frankfurt gingen damals noch normalen Berufen nach, trafen sich damals nach Feierabend zum Training und mussten für Auswärtsspiele unbezahlten Urlaub nehmen. Auch der erste FC Köln spielte Europapokal, als das Elfmeterschießen noch lange nicht erfunden war. Beim Europapokalspiel FC Liverpool gegen 1. FC Köln 1965 warf der Schiedsrichter bei einem Gleichstand nach Verlängerung die Münze. Er musste den Wurf jedoch wiederholen, weil beim ersten Mal die Münze senkrecht im durchnässten Boden stecken blieb. Der größte Vereinserfolg des HSV, der Europapokal der Landesmeister 1983. Und dafür erhielt jeder Hamburger Spieler eine unglaubliche Prämie von 3000 Mark. Erst mit der Einführung der Champions League in der Saison 92-93 gibt es eine Gruppenphase. Das musikalische Vorbild für die Champions League-Hymne ist Georg Friedrich Händels Zadok, der Priester. Die vielleicht schlimmste Bayern-Niederlage aller Zeiten. 1999, Manchester United dreht das Spiel in 3 Minuten. Jedenfalls Lothar Matthäus hatte danach seinen Spaß. Morgens um 5:30 nach dem Finale soll er mit Vereinskoch Alfons Schubeck besprochen haben, dass er einen Kochkurs bei ihm belegen wird. Franz Beckenbauer erlebte die Last-Minute-Tore nicht. Er war im Stadionfahrstuhl. Er war auf dem Weg zur Siegerehrungstribüne beim Stande von 1:0 für Bayern. Und als er dann bei der Siegerehrungsplattform ankam, stand es 2:1 für Manchester. Bastian Schweinsteiger hat es 2012 nach der Finalniederlage der Bayern verpennt, Bundespräsident Gauck die ausgestreckte Hand zu schütteln. Wenn man dann halt so den entscheidenden Elfer daneben setzt, läuft man halt paralysiert durch die Gegend. Das ZDF soll angeblich 54 Millionen Euro für die Champions League Übertragungsrechte zahlen. Sat1 hatte seinerzeit 40 Millionen Euro bezahlt. Das BVB-Jahrhunderttor von Lars Ricken. Ricken hat schon vor seiner Einwechslung den richtigen Riecher gehabt. Er hat andauernd beobachtet, dass Juve-Keeper Peruzzi oft weit weg vom Tor steht. In einem Interview mit 11 Freunde gab er zu, als ich das von der Bank aus sah, habe ich gesagt, dass ich den Ball beim ersten Ballkontakt blind draufhaue. BVB-Spieler Sebastian Kehl hat 2003 einen Abflug zu einem Champions-League-Auswärtsspiel nach Moskau verpennt. Ein Finalticket von 1987 zwischen dem FC Bayern und dem FC Porto würde heute inflationsbereinigt rund 42 Euro kosten. Die Finaltickets 2014 in Lissabon kosten zwischen 70 und 390 Euro. Champions League, nur noch Kommerz oder geiler Fußballwettbewerb? Schreibt's in die Kommentare. Faktastisch ist auch bei Facebook, Instagram, Google Plus oder Twitter. Schaut auch da vorbei oder schaut weitere faktastische Videos. Und an alle Freunde da draußen, die meinten, sie müssten bei viagogo.de Champions League Tickets für mehr als 2000 Euro verkaufen, denen wünscht das Faktastisch-Team sehr, sehr herzlich 1000 Medizinball-Nachmittage mit Felix Magath an den Hals. Macht's gut, ciao.